Tatsächlich, der Chart läuft wieder auch bei mir und ich hoffe, dass die Aufnahme hinreichend gut ist. Ansonsten muss ich an meinen Einstellungen vielleicht noch mal ein bisschen feilen. Aber ab sofort gibt es auch wieder Chart-Videos. Wir hatten ja vor ein paar Tagen mal über den Nasdaq gesprochen und ihr erinnert euch vielleicht daran, ich hatte das Thema angebracht, hier sind wir doch so halbwegs, na, ich sag mal so korrektiv unterwegs. Das heißt, korrektiv, wir waren im Aufwärtstrend, es musste sich also nochmal fortsetzen. Das hat es offensichtlich getan. Wir sind, wenn auch knapp bisher, aber über das letzte Hoch hinausgekommen und damit haben wir alles gesehen, was zumindest mal notwendig sein musste oder notwendig war. Das ist noch nicht notwendigerweise das Aus für die bullische Seite. Es kann durchaus noch ein gutes Stück weitergehen. Ich will das gar nicht sagen, dass es hier schon zu Ende sein muss. Aber ab jetzt, Bringschuld erfüllt, müssen wir uns überraschen lassen. Deshalb ist eine Trailing-Komponente durchaus sinnvoll. Wir hatten damals zum Beispiel den Parabolic SAR im 4-Stunden-Chart gesagt, den wir in dem Fall ganz angemessen empfunden, weil er eben hier so mehr oder weniger so viele Aufwärtsbewegungen mal mit hat laufen lassen. Wer das am Stück mitnehmen wollte, der musste natürlich auf eine andere, zum Beispiel auf Tagesebene oder sowas umsteigen, um hier nicht zwischendurch da und rauszufliegen. Aber vergessen wir nicht, klar fliegt man dann hier mal raus, aber man hatte auch gleich wieder die Möglichkeit, neu einzusteigen, wenn man wirklich dabei rausgefallen ist. So, aktuell, letzter Trade war ja im Prinzip die Ansage hier so zwischenhoch. Das ist ein Klassiker, das ist nichts Außergewöhnliches. Nämlich dieses typische Schubhoch, ABC in die Richtung runter und dann nach unten und einfach die Fortbewegung nach oben. So, und jetzt könnte man doch sagen, alles frohlockend, alles super. Haha, nicht ganz so einfach, denn die Bewegung, die wir jetzt hier hinten gesehen haben, wenn wir uns die mal angucken, das ist ja von hier aus, wir hatten gesagt, von da oben bis hier unten ist Korrektur, alles, was da nach unten oder von unten hier nach oben wieder ging, das müsste dann doch in Trendrichtung sein und wir wissen, Trendrichtung idealerweise möglichst überlappungsfrei, möglichst zügig in die Richtung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wir hatten hier eine Gegenbewegung, okay, wir hatten hier irgendwie eine Gegenbewegung, okay, und dann sehen wir schon, dieses Tief ist niedriger als dieses Hoch. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass der Markt noch nicht die volle Stärke wieder hat oder vielleicht auch seine volle Stärke verloren hat, dass der Markt jetzt langsam, aber sicher jetzt hier mal auf die Abwärtsseite kippt. Es ist kein Versprechen, dass das passieren wird. Wir müssen allerdings damit rechnen, dass es eigentlich nämlich nicht so dieses Jahr, weil wir sind so scharf darauf zu kaufen. Und wenn wir uns das mal vergleichen, wie das beim S&P beispielsweise aussieht, hier zum Beispiel im hinteren Bereich, dann sehen wir das auch hier vom letzten Tief, was wir hier hatten. Rücksetzer, okay. Nochmal wieder Rücksetzer, okay. Den lassen wir mal raus, der ist vielleicht auf einer untergeordneten Ebene. Aber wir sehen schon, das ist noch nicht endgeil, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wenn der Markt jetzt natürlich weiter nach oben geht, dann gibt es erstmal da nichts zu maulen. Allerdings, wenn der Markt jetzt abermals unter dieses letzte Hoch hier dann mal geht, dann würde ich dann so langsam aber mal die Zweifel überwiegen lassen und dann tatsächlich ernsthaft mal schauen, wenn der Markt dann korrektiv nach oben geht, ob man dann nicht ein Short auf dem Zwischenniveau dann eben starten kann. Aber ich habe schon gesagt, wir können ja weiter nach oben gehen. Auch hier gilt natürlich das Spiel, ja, never change a winning team, könnte man sagen, oder gebe keine Position auf, die noch im Gewinn liegt hier. Solange der Markt hier weiter steigt, gibt es hier noch nicht wirklich einen Grund, jetzt hier das lange Gesicht zu machen und zu sagen, ah, der fällt jetzt bestimmt. Ja, dafür gibt es Zeichen. Aber nicht immer, wenn es Zeichen gibt, muss man dann auch gleich aktiv werden. Aus meiner Sicht so lange bullish zu sein, bis der Markt tatsächlich die Schübe in die eine Richtung macht und dann die Korrektur in die andere, sprich sowas in der Richtung auffällig. Idealerweise allerdings ist gar nicht mal so gut gezeichnet, didaktisch hervorragend natürlich, wir bräuchten ein neues Hoch. Dann hätten wir hier einen möglichen Hochpunkt und wenn wir dann von dort ausgehend eine scharfe Bewegung haben, die danach in irgendwie was Schwaches hier nach oben eben kommt, dann hätten wir unser klassisches Bild für die Short-Seite. Solange das nicht der Fall ist, klar, diese Rücksetzer sind nervig, klar, diese Rücksetzer sind nicht typisch für einen super überzeugten Bullenmarkt, aber solange das der Fall ist, können wir eigentlich sagen, so what, stellt euch doch nicht so an. Der Bullenmarkt ist ja immer noch existent, solange die Kurse letztlich dann doch nochmal höher sind. Deshalb meine Einladung, denkt bitte an Stops, bitte nicht übertreiben, bitte nicht zu sehr der Idee verliebt anhängig sein hier, dass der Markt dann nach oben gehen muss. Das ist zwangsläufig. Nein, ist es nicht.
der Markt steht durchaus vor einer Situation, die auch im Übergeordneten, dazu werde ich nochmal ein anderes Video irgendwann machen, aber wo er eben einen Rücksetzer mehr als vertragen könnte. Aber was sollen wir vorweg schauen hier, wenn der Markt noch nicht willens ist, es umzusetzen. So, also das heißt, ein bisschen waches Auge auf so eine Situation, das gilt natürlich auch für andere Indizes, zum Beispiel auch für den Dow Jones, der allerdings noch nicht mal näherungsweise an dem letzten Hoch jetzt hier ist und auch noch nicht mal näherungsweise das Juni-Hoch hier überschritten hat. Also da sind wir noch ganz kräftig auf der Abwärtsseite unterwegs. Wir haben noch in Erinnerung gesagt, und dann hier irgendwie was Wackeliges nach oben, kann man auch anders jetzt hier von der internen Struktur zeichnen, aber ganz klar, das Ding hier ist eine wackelige Kiste. Solange er da nicht drüber geht, ist auch hier noch der nahe Abverkauf nicht so unrealistisch. Aber auch hier gilt, es muss schon irgendwie mal was zeigen. Hier hatten wir es mal im Kleinen, wir können das mal augentrainingsmäßig machen, im Kleinen hatten wir hier irgendwie sowas und natürlich konnte man hier nochmal short gehen. Das war jetzt nicht der Riesenburner. Allerdings, man sieht schon, stoppt dann nachher ungefähr wieder auf dem Einstiegsniveau. Also insofern verlieren musste man hier jetzt nicht unbedingt was. Wenn wir das hier mal so anlegen, Zwischentief hier das letzte, dann war das hier mehr oder weniger, wenn wir mal das hier wegmachen, Nullsummenspiel. Also man ist hier dann quasi rausgeflogen auf dem Einstieg. Aber genau das ist das, worauf wir achten. Gibt es irgendwo eine Schubrichtung? Cool. Gibt es irgendwo eine schwache Gegenseite? Hey, mega. Und wenn dann der Kurs das nach unten fortsetzt, letzte Hochs angucken, das Tief dazwischen, das wäre etwas. Aber auch hier gilt bitte nicht Stop-Varianten vergessen, egal welche ihr jetzt nehmt, Parabolik, Supertrend. Mal ist der eine sinnvoller, mal der andere. Darum geht es nicht. Aber man hatte hier das, was wir Free Lunch nennen, also eine Chance, in den Markt irgendwie reinzukommen, um dann gegebenenfalls hier später dann nochmal was draus zu machen. So, also insofern, das immer im Auge behalten, solange es noch in diese Richtung immer wieder die Rücksetzer gibt, so wie wir das hier hatten, Schub hoch und wackelig runter, dann ist es wohl offensichtlich eher noch die Nordseite und dementsprechend noch muss man nicht unbedingt auf die Shortseite wechseln, klar, bei so einem Ding hier erst recht nicht, aber auch hier gilt, Trailing Stops sind durchaus erlaubt, ja, hier im engeren, im Stundenchart oder wie wir das eben im Nasdaq hatten, wenn man nicht ganz so aktiv sein will, gerne auch im 4-Stunden-Chart, das muss man gucken, ob einem das zu weit weg ist. Oder ob man sagt, nein, dieser Abstand 600 Punkte hier ist für mich noch genau gut. Also für Aktive ist der kürzere sicherlich der sinnvollere. Für die weniger Aktiven vielleicht dann sowas in der Richtung. So, ich hoffe, dass dieser erste Chart-Eindruck nach meiner Zwangspause technischerseits jetzt gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Freude daran habt, was Gutes umsetzen könnt davon. Und dann schauen wir mal, dass ich in Kürze wieder viele, viele schöne Chart-Videos dann entsprechend bringen kann. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.